Verdammt! Das ist nicht gut. Elende Ertrunkene. Mein Arm! Ihr wurdet infiziert. Es breitet sich aus. Wir haben keine Zeit. Ich muss die Nekrose der Ertrunkenen entfernen. Ich verstehe nicht. Lorat, seid ihr sicher? Ich bin sicher, dass sie stirbt. Haltet sie fest. Uns bleibt keine Wahl. Jetzt haltet sie fest. Ihr werdet zur Horadrim. Ich werde euch nicht im Stich lassen. Geht weiter zum Sarg. Ich kümmere mich um sie. Das hat die nicht verdient. Alter. Das Ding, das Elias versteckt. Die Quelle seiner Unsterblichkeit. Nichts? Fürchte diese Wiege nicht. Kältere Betten erwarten euch noch, Reisender. What? What? Ja, okay, ne? Okay. Ja, kennen wir Ratma. Echo von Elias. Ratma. Ich bin zu eurem Tempel gekommen. Ich weiß, dass ich dort die Antworten finde, die ich suche.
Elias Präsenz befleckt diesen Ort noch immer. Zum Glück sind wir an den Priester von Radma. Also da hoffe ich, dass wir da... mir schaudert. Rautes Wissen. Wissen, was wahrscheinlich Radma selbst hier deponiert hat. Ich bin so... Ich kann gar nicht reden. Wenn das Radmas Tempel ist, war dann das andere Radmas Grabmal? Ich müsste nochmals die Aufnahme anschauen, wie das geheißen hat dort. Okay, nichts. Irgendwelche Notizen, nichts. Überall Schriftrollen. Alter, das wäre jetzt so viel, wo wir an Story, an Lore hätten bekommen können. Aber wir kriegen einfach nichts. Absolut gar nichts. Wie grausam ist denn das Spiel? Die Treppe ist geflutet. Ich muss irgendwie da durch. Ich kann nicht mehr tragen. Aber zum Glück gehen die Portale hier. Alter, das ist anderes Level. Bei weitem anderes Level. Das... wenn sie direkten Schaden verursachen. Den weg. Den möchte ich den Aspekt rausziehen. Und wenn wir gerade hier sind. Händler. Stabiler Sattel. Hallo? So. Bis okay. Zum nächsten Mal. Dann hätten wir das. Das waren...
Gegner. Hä? Kann ich sie zuerst? Jo. Das finde ich, das geht. Das geht sogar. Willkommen in der Schatzkammer. Nope. wart hier. Also bin ich blind. Na, dann schauen wir mal. Das ist, was ich nicht mag. Aspekte entzaubern. Den bitte. Ja. Genau, dann hätten wir den. Wunderbar. Macht es irgendwo gerade Sinn? Wenn ihr irgendeinen von Schaden bis 35 Staub war. Skelettkrieger. Okay, das wird aufgehoben. Hupf. Genau dort kann er nicht eingesetzt werden. Ah. Okay, dann nicht. Dann halt nicht. So, das machen wir noch in die Truhe. Wo ist die? Hier oben. So. Dann oh ja. So, Handschuhe. Moment mal, ich muss einen Weg finden. Also gibt's doch. Ach so, ja. Ich hab das Blut aus den Steinen gesaugt. Offensichtlich kann der gute Herr nicht schwimmen. Ich würde mich nicht wundern, wenn Inarius hier mal alles verwüstet hat. Aber keinerlei Schriftstücke interessiert uns. Nichts lässt uns die Neugier geben, mal zu schauen. Absolut nichts. Oh, Blizzard. Füllen. So Lore-technische Stellen.
Ja gut, kann beides sein, ne? Na, dann wie jetzt dann. Alter Falter, da. Wenn die Mutter von Sanctuario die Welt erneut betritt, wird sie sich verändern. Aber am Ende werden wir bestehen. Wir werden überleben. Radma schreibt, Inarius habe Lilith weggesperrt, als sie von ihrem Plan erfuhr, die sogenannte natürliche Ordnung zu stürzen. Tausende Jahre lang hat Lilith versucht, uns über diesen Kreislauf zu erheben. Hat für unser Geburtsrecht gekämpft. Sanctuario. Ich habe jetzt wie zwei Sachen. Einerseits hört man ihren eigentlichen Plan, den sie wahrscheinlich schon gehabt hat, bevor sie Inarius kennengelernt hat. Und zwar die natürliche Ordnung zu stürzen. Sie ist ja die Tochter des Hasses, also hat sie von Natur aus extrem viel Hass in sich. Bei Radma, so wie er es erzählt hat, Radmas Prophezeiung, wenn ich das jetzt richtig herausgehört habe, wenn Lilith diese Welt betritt, wird sie sich verändern. Okay. Aber verändern zu was in was? Aber ich glaube nicht, dass wir per se bestehen bleiben. Natürlich werden wir überleben, so ganz haarscharf, aber zu was für einem Preis? Und wie geht's weiter? Ich komme nicht ganz durch, was mir jetzt da so Kopfzerbrechen macht. Also, dass Lilith ihre eigenen Ziele verfolgt, ist klar, dass ist als Tochter eines großen Übels wahrscheinlich so natürlich wie Luft atmen für uns Menschen. Aber worin oder wie ändert sie sich? Hat Inarius sie irgendwie manipuliert? Mir kommt halt einfach die Geschichte in Sinn mit Adria, wie sie die Übel ja markiert hat, um sie dann in den schwarzen Seelenstein zu fangen. Also ich bin... Man sieht schon die Richtung. Aber es sind jetzt unterschiedliche Ansichten, drei an der Zahl. Radma mit seiner Prophezeiung, die Worte von Lilith, die Elias gehört hat, plus noch Elias Sachen, die er herausgefunden hat, wo wahrscheinlich auch Inarius mit drin spielt, mit Tyrael, mit Horadrim und allem. Also es sind zwar im ersten Sinne leicht verständliche Worte, aber sie sind sehr vielschichtig und das finde ich interessant. Also Message ist schon klar mit, die Welt geht vor die Hunde. Wir werden aber mit dem Plan von Elias überleben, weil er auch vor allem irgendwie hofft auf die Worte von Lilith, dass die wahr sind. Denke ich zwar eher weniger.
Aber ich möchte wissen, wo genau, welches Detail fehlt mir noch. Ich möchte verstehen, was Lilith Beweggründe sind, was Inarius Beweggründe sind. Tyrael, Mephisto, Paul, Diablo, das sind alles so Sachen, die ich jetzt gerade irgendwie versuche miteinander oder beziehungsweise nebeneinander aufliste, mir ein Bild davon mache, weil ich versuchen möchte herauszufinden, wo möchte Blizzard hin? Was möchte sie erzählen? Was möchte Blizzard uns für Diablo 4, vielleicht auch noch für die nächsten, für den nächsten ein, zwei Teile uns mit auf die Reise nehmen, so wie sie es ein wenig beschrieben haben bei WoW mit dem Kerkermeister, wo das der große Abschluss des Buches der Tod, also von Warcraft 3 bis und mit WoW Kerkermeister, also Shadowlands, war ein Buch. Ein riesengroßes Buch, beziehungsweise Kapitel nannte es, glaubt jemand. Und ich vermute, so etwas macht jetzt gerade Blizzard mit Diablo. Und ich versuche schon mal, die ersten Linien zu ziehen von der großen Story, die vielleicht uns noch gar nicht bewusst ist, was hier schon angefangen wird zu erzählen. Vielleicht interpretiere ich da viel zu viel. Aber es sind interessante Ansatzpunkte und mein Hirn rattert, und wenn es rattert, dann bin ich zwar ein wenig abgelenkt, aber ich bin auch gehypt, weil ich möchte mehr wissen. Und wenn ich mehr wissen will und wenn jemand ADHS hat, so wie ich, und plötzlich so gecatcht wird von etwas, dann will man mehr. Man will alles wissen. Und das merkt ihr vielleicht. Ich habe viel zu wenige Informationen. Echo von Elias. Lilith, die Mutter von Sanctuario. Sie formte uns, stark zu sein, und wurde weggesperrt, um uns zu schwächen. Die Tochter des Hasses. Ich kann nicht sagen, dass es etwas Gutes in ihr gibt. Moral ist das Privileg von Menschen in besseren Lagen. Die Frage nach Gut und Böse ist für uns erledigt. Was wird sie uns antun, wenn ich sie beschwöre? Aber die Frage bleibt bestehen. Was wird sie uns antun, falls ich sie beschwöre? Wenn ich sie beschwöre? Ich muss mich auf alles vorbereiten. Hier bewahrte Ratmar den Schlüssel zur Unsterblichkeit auf. Sobald ich ihn beherrsche, werde ich die Mutter nach Hause holen. Das Geheimnis für Elias Unsterblichkeit muss tiefer liegen. Wir sehen, Elias war nicht einfach ein Fanatiker, sondern er ist sich bewusst, dass er Lilith nicht vertrauen kann. Er möchte sich absichern mit der Unsterblichkeit, macht es natürlich nur für sich. Das Problem, was ich sehe, Ratmar war ja der allererste Nephilim. Der erste Sohn von Inarius und Lilith, der gemeinsame Sohn. Er ist ja theoretisch auch unsterblich gewesen. Ist nun mal leider tot, ne? Das könnte aber natürlich auch durch die Manipulation, wo Inarius am Weltenstein seinerzeit gemacht hat, natürlich hervorgerufen sein.
Was wissen wir jetzt weiter? Er hat Angst, was Lilith mit den Menschen macht, wenn er sie holt. Natürlich, wenn er sie zurückholt, manipuliert sie uns, nutzt sie uns, weil Lilith hat uns nicht erschaffen aus Liebe. Sie hat schon eine Verbindung zu uns, aber als Tochter des Hasses ist jede andere Schöpfung nur ein Mittel zum Zweck, nur ein Werkzeug. Das wird wahrscheinlich jetzt Elias bewusst sein, deshalb zögerte er auch. Und darum steht er auch zu zweifeln. Und es ist ein Mess, also ein Machtverhältnis, das er versucht, wo er es sieht, kann er nicht aktuell entgegenwirken. Also er wäre nicht stark genug, gegen Lilith zu bestehen oder gegen Inarius. Was wissen wir weiter? Er wird sie zurückholen, wenn er den Schlüssel zum unendlichen Leben findet, bei Ratma. Ja, mein Hirn rattert gerade wie sonst was. Es gibt, jetzt kommen wirklich so Stück für Stück mehr Informationen. Aber es fehlt noch extremst viel. Es fehlt noch wirklich viel. Okay, hier ist nichts. Und da so viel fehlt. Ich habe Angst, dass ich irgendwas übersehe. Nein. Okay. Ich dachte so, weshalb flackert so meine Tastatur, also so ein feinzene Tasten flackern im oberen Bereich, bis mir wieder eingefallen ist, ich hatte gestern noch im Corsair-Programm meine Tastatur nochmals ein wenig mal abgedatet etc. Und dann habe ich das gemacht. Das Bild, was wir auf dem Bildschirm haben, ist sozusagen wie auch auf der Tastatur von den Farben, weil die hat RGB rundherum. Und natürlich flackert es, wenn das Bild sich ja bewegt. Okay. Alter. Wo ist die Putzfrau? Okay. Sieh an. Elias Finger. Er hat seine Lebensessenz in einem Stück seiner selbst bewahrt. Clever. Kommt uns irgendwie bekannt vor aus einer ganz anderen magischen Welt. Horcruxe. Elias mumifizierter Finger. Nein, ich werde hier nicht sterben.
Wie bin ich hierher gekommen? Ich habe euch in einem Sarg treibend mit einem abgetrennten Finger in der Hand gefunden. Was ist geschehen? Ich bin mir nicht sicher. Der Tempel begann zu sinken und ich dachte, ich wäre ertrunken. Tempel. Also war der Sarg ein Tor. Was ist mit Elias Unsterblichkeit? Er hat seine Lebensessenz in einem Stück seiner selbst bewahrt. Verbrennt es. Wie geht es ihr? Sie braucht noch Ruhe, aber ihr Fieber klingt ab. Ich glaube, sie wird gesund. Aber der Weg, der uns danach erwartet, wir werden sehen. Gut. Dann lasst uns das ein für alle Mal beenden. Lasst mich beenden, was ich begonnen habe. Niemand wird mehr aufgrund meiner Entscheidungen verletzt. Nein. Nein. Nirel. Nirel. Es war kein Traum. Mein Arm. Er ist tatsächlich fort. Hier steht das durch. Ihr werdet mich verlassen, nicht wahr? Ihr werdet einen Ort finden, an dem man sich um mich kümmert. Wollt ihr zurückgelassen werden? Nein! Ich will nur niemandem zur Last fallen. Dann werden wir euch nicht verlassen. Das kam mir nie in den Sinn. Es bleibt keine Zeit mehr zum Ausruhen. Ihr solltet nach Daunen sehen. Wir treffen uns später in der Zakharum-Bastion. Akt 5. Zakharum-Bastion. Einmal hier hinreisen, bitte. Ihr seht müde aus, alter Mann. Selbst für eure Verhältnisse. Ich kann das Ritual übernehmen, wenn... Wenn ihr es allein machen könntet, wäre es bereits getan. Jo, dann Nirel. Wie kommt ihr zurecht? Das Fieber hat sich zumindest gesenkt. Jetzt pocht nur noch meine mein Arm. Lorat verspricht, dass es besser wird. Ist momentan schwer zu glauben. Die Schmerzen, sie haben ja keine Schmerzmittel wie wir. Aber gut, mach ich Magie. Tessa, warum seid ihr hier? Nach all dem Gerede über die horadrischen Künste wollte ich sie selbst sehen. Das haben wir schon beim Edelstein. Laura, ihr werdet am Ritual teilnehmen? Leider ja. Genau wie Nerel. Donan hat vielleicht endlich einen klaren Kopf, aber der Seelenstein ist unsere einzige Waffe gegen Lilith. Ich werde nichts dem Zufall überlassen. Donan. Sind wir bereit dafür? Ich für meinen Teil bin es. Zumindest bereit, den Seelenstein auszurichten. Und was danach kommt, Lilith zu fangen und sie im Stein zu binden. Wir wissen, wie das in der Vergangenheit gelaufen ist. Ich muss daran glauben, dass es nun an uns liegt. Nicht an der Prophezeiung, an Inarius oder sonst jemandem. Ja, dann. Irgendetwas stimmt hier nicht. Mit diesem Ort stimmt rein gar nichts. Erledigen wir das lieber schnell.
Mhm. Donen. Wir sind alle hier. Was passiert jetzt? In Ordnung, Lorat. Wir werden die 6 Siegel von Dendas der Reihe nach eingravieren. Darauf folgt das 2. und 4. Umgekehrt. Es ist schön, dass ihr euch auch mal einig seid. Konzentriert euch. Fangen wir an. Dort. Spürt ihr das? Was ist los, Hexe? Jemand nähert sich. Es ist Elias. Er ist hier. Wir müssen... Lorat, wagt es nicht zu gehen. Ich werde ihn selbst töten. Ei, 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 ei. Du, 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 du. Tiefe hinab in den Hass. Der Baum verlangt, dass ihr bezahlt. Und ich ebenso. Ich werde euren Baum abfackeln. In die Flammen werfen.